Dieses Video befasst sich mit den Maßstäben und wie man eine Beschriftung den jeweiligen Maßstäben zuordnen kann. Die Zuordnung des Beschriftungsmaßstabes zu den jeweiligen Beschriftungsobjekten umfasst zwei grundlegende Anzeigeeinstellungen des später herausgegebenen Planes, die wir euch in diesem Video näher bringen möchten. Im Modellbereich seht ihr eine Scheibenbauzeichnung mit einem Grundriss, zwei Schnitten und einer Ansicht, die wir bereits bemaßt und beschriftet haben. Des Weiteren haben wir Achsen und Höhenquoten hinzugefügt. Und nun möchten wir diese Zeichnung als PDF herausgeben und gehen dazu in den Layout-Bereich. Dort befinden sich nun alle vier Zeichnungen, die wir ausgeben möchten, auf einem Plan. Diese vier Zeichnungen möchten wir allerdings in verschiedenen Maßstäben ausgeben. Das heißt, der Grundriss soll im Maßstab 1:50, die Schnitte sowie die Ansicht im Maßstab 1:25 dargestellt werden. Die eingestellten Maßstäbe der jeweiligen Zeichnung könnt ihr in der unteren Leiste sehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf den Grundriss klicke, dann seht ihr hier, dass der Maßstab 1:50 eingestellt ist. Wenn ich jetzt auf die Ansicht klicke, dann seht ihr, dass für diese Ansicht der Maßstab 1:25 dargestellt ist. Ihr könnt jetzt aber auch feststellen, dass lediglich der Grundriss die vollständige Bemaßung und die Beschriftung anzeigt, die wir bereits im Modellbereich erstellt haben. Die anderen drei Zeichnungen weisen keine Beschriftung und auch keine Bemaßung auf. Der Grund dafür liegt darin, dass wir im Maßstab 1:25 noch keine Beschriftungs- und Bemaßungsobjekte hinzugefügt haben. Um nun auch für die beiden Schnitte und auch für die Ansicht Maßstäbe hinzuzufügen, müssen wir wieder in den Modellbereich gehen. Und hier stellen wir fest, dass wir uns im Maßstab 1:50 befinden. Das seht ihr auch in der unteren Leiste wieder. Und das heißt, dass meine Zeichnung im Beschriftungsmaßstab 1:50 gezeichnet wurde. Und dementsprechend werden die Bemaßung sowie die Beschriftungsobjekte automatisch in dem Beschriftungsmaßstab 1:50 abgesetzt und im Folgenden auch im Layout-Bereich angezeigt. Im weiteren Verlauf möchte ich nun die Bemaßungs- und die Beschriftungsobjekte der Schnitte sowie der Ansicht im Maßstab 1:25 hinzufügen, sodass diese im Maßstab angezeigt werden können. Im Folgenden wähle ich jetzt meine Bemaßungen des ersten Schnittes aus und jetzt gehe ich über den Reiter Beschriften, über die Gruppe Beschriftungsskalierung auf Maßstäbe hinzufügen und löschen. Jetzt öffnet sich ein Fenster, in dem die Objektmaßstabsliste angezeigt wird. Das heißt, dass in diesem Fenster hier alle Maßstäbe angezeigt werden, die die ausgewählten Beschriftungsobjekte bereits können. So, da in diesem Feld lediglich der Maßstab 1:50 aufgelistet ist, gehen wir über die Option Hinzufügen auf die Maßstabsliste und können nun den Maßstab 1:25 auswählen und bestätigen unsere Auswahl. Und jetzt sehen wir, dass der Maßstab 1:25 auch in der Maßstabsliste erscheint. Und demnach wissen wir jetzt auch, dass die Beschriftungen, die wir ausgewählt haben, in dem Fall sind es jetzt hier die Bemaßungen, nun den Maßstab 1:25 können. Und ich gehe jetzt auf OK und betrachte jetzt nochmal den Layout-Bereich. Und wir können feststellen, dass nun die Bemaßungen, die ich eben ausgewählt habe, auf dem Plan zu sehen sind. Und so können wir analog mit den übrigen Bemaßungs- und Beschriftungsobjekten weiter verfahren. Das heißt, ich wähle jetzt in diesem Schnitt meine Höhenquoten aus,
Gehe wieder auf Maßstäbe hinzufügen und löschen. Gehe hier auf Hinzufügen. Wähle den Maßstab 1 zu 25 aus. Gehe auf OK. Gehe hier nochmal auf OK. Und analog dazu werde ich jetzt noch meine Rasterbezeichnungen auswählen. Gehe hier auch auf Maßstäbe hinzufügen und löschen. Gehe hier auf Hinzufügen. Gehe auf den Maßstab 1 zu 25. Bestätige meine Auswahl. Bestätige nochmal meine Auswahl. Und gehe jetzt nochmal in den Layout-Bereich. Und wir sehen jetzt, dass der Schnitt vollständig bemaßt ist. Das heißt, dass jetzt diese Beschriftungsobjekte den Maßstab 1 zu 25 können. Und eine weitere wichtige Anzeigeeinstellung umfasst die Skalierung der Beschriftungs- und Bemaßungsobjekte. Das kann man jetzt hier ganz schön sehen, dass aufgrund dieser Einstellung die bereits eingestellte Texthöhe, also die ihr in dem Textstil angegeben habt und auch in der Bemaßungsstil eingefügt habt, dass diese, obwohl diese in unterschiedlichen Maßstäben herausgegeben wurde, gleich bleibt. Das seht ihr einmal anhand der Bemaßungen. Und somit ist auch gewährleistet, dass eure Pläne strukturiert sind und auch gut leserlich sind.